Hallo liebe Liebenden, willkommen zurück zu unserer kleinen Singles-WG. Ja, letzte Folge, großes Ereignis. Josh hat Anna endlich seine Liebe gestanden, wir haben ihn also zurückgewonnen. Obwohl Kim immer noch gelegentlich dazwischen funkt. Und wir haben es noch am Wochenende, das heißt, es ist wieder Bikini-Zeit angesagt. Und wir konnten Mark in der Bar davon überzeugen, ihn doch zu einer Jam-Session bei uns einzuladen. Oh. Erstmal machen wir aber am Sonntag Frühstück, denn unser größtes Bedürfnis ist es erstmal, unseren Hunger zu stillen. Oh. Kim haut sich gleich vor den Fernseher und Josh leistet ihr Gesellschaft. Na. Aktuell allerdings erfreulich kein Eifersuchtsdrama hier in unserer kleinen WG. Schauen wir mal nach den Aufgaben. Jawohl. Ja, also wir sind erstmal so weit, dass wir mit Mike reden dürfen. Anständig Klamotten sollten wir eigentlich doch erledigt haben. Na, schauen wir mal. Ja, wir werden heute Abend auf jeden Fall nochmal in die Bar gehen. Hoppala. Daneben. Da hätte ich ihn klicken müssen. So. No. Und Geld ist auch noch übrig. Wir haben ja wieder eine Arbeitswoche vor uns. Und schauen wir mal, was wir da machen werden. Was ist jetzt aktuell mal angesagt? Genau, eine Dusche. Ja. Lassen wir die beiden da erstmal vor dem Fernseher hocken. Ja. Gut, ist eine normale Komödie. Keine Rom-Com, die sie sich da anschauen. Also relativ wenig Gefahr. Wahrscheinlich sind die beiden wenigstens auch erstmal nicht ansprechbar, weil sie Hunger haben und noch nicht auf die Idee gekommen sind zu frühstücken. Ja. Man hat's nicht einfach, ne? Frau hat's auch nicht einfach. Ja. Ja. Der Dusche schlüpfen wir gleich wieder in den Bikini. Und ja, Josh, ne? Sonntagvormittag, da wird gegrillt. Wie auch unter der Woche, also. Was macht der Mann eigentlich anderes, als am Grill zu stehen? Schauen wir mal. Vielleicht können wir den Guten gleich mal hier vorne von etwas abhalten. Ne? Meister, wie sieht's aus? Ein bisschen Spaß? Kitzeln hätte man auch ein. Ja, der Gute hat einfach Hunger und ist dementsprechend zu nichts zu gebrauchen. Zu allem fähig, aber zu nichts zu gebrauchen. Oh, was kann man denn? Ja, ne? Sollen wir mal die Tische putzen. Ja, jetzt haben wir den guten Josh vom Essen abgehalten. Jetzt knurrt ihm der Magen. Und er hat die Wurst vor sich auf dem Teller zu liegen und kommt nicht auf die Idee, sie zu essen. Ne? Stattdessen geht er jetzt wahrscheinlich rein und holt sich Frühstück. Ja. Ne? Unser tolles gekochtes Essen. Beziehungsweise das, was Simon gestern gekocht hat, glaube ich, ne? Ist da an der Reihe. Ja. Jawohl, Anna kümmert sich nochmal ein bisschen um sich selber. Sieht ja so. Ach, und der Müll, der ist schon wieder. Ach, der Müll muss raus. Können wir das im Bikini machen, den Müll runterbringen? Nee, ne? Macht sie, glaube ich, nicht. Komm. Ja, wieder. Spaßen Kim mal kurz. So, und ich hab jetzt wieder den Stecker richtig reingesteckt, dass ich die Ton auch auf dem Kopfhörer habe. So, dann werden wir mal schnell den Müll rausbringen. Dann können wir uns um Josh kümmern, der hat gerade so Spaß, das freut mich. Einfach so in der Gegend rumstehen und Spaß haben.
kann auch nicht jeder. Ach ja, ne? Okay. Dann kümmert sich der Gute um sich selber. Und Kim lässt sich den Anblick natürlich nicht entgehen, ne? Spioniert hier über den Spiegel in die Dusche. Aber ne, die Jugendschutzvorkehrungen verhindern, dass sie hier allzu viel sieht. Ansonsten, ne? Blick auf Joshs Knackarsch. Den werden wir mal für uns reservieren, wenn der gute Josh hier unter der Dusche vorkommt. Wir ihn gleich mal ein bisschen beziehungsmäßig bearbeiten. Oder können wir sogar... Nee, können wir nicht. Wir haben hier keine Interaktionen unter der Dusche. Wir können den guten Jungen nur so rausholen. Junge, werden wir dich mal... Genau. Oh, und wenn wir hier gerade so unter uns sind... Nee, fürs ins Bett einladen ist es noch ein bisschen früh am Tage, ne? Ich weiß, man ist da heute vielleicht nicht mehr so... sieht das heutzutage nicht mehr so eng wie früher, aber... jede Menge Interaktion. Das kriegen wir nicht hin. Okay, dann lassen wir den Schritt aus. Das geht auch nicht. Okay. Oh. Kim wieder vorm Fernseher. Na. Na sowas. Und das geht auch nicht, da muss der gute... Ach, da schämt er sich vor Kim, immerhin. Etwas, ja. So, wenn er sich jetzt wieder in seine Klamotten geschmissen hat, können wir hier vielleicht nochmal mit ihm... Hoppala, interagieren. Jawollo. Sieht doch gut aus. No. Können wir noch so ein bisschen was nachholen. Seine Bedürfnisse erfüllen und unsere. Die Inkobi, ihr Rando keine Jacke. So, und. Komm her, noch ein Kompliment draufgehauen. Ja, Frau. Katavella min Sara. Ja. Mit Kim sieht es soweit auch ganz gut aus, mit Magnet auch. Katavella min Sara. Oh, wir haben noch jede Menge andere Bekannte. Um unsere Freundschaften kümmern müssen. Ne? Freundschaften müssen gepflegt werden. Das heißt... Was heißt denn das? Das heißt, wir machen uns heute mal relativ früh schon in die Bar auf. Ne? Solange wir gut gelaunt, gesättigt und gewaschen sind. Obwohl... Komm... Wir holen schon mal ein Geschenk. No? Das haben wir bisher noch nicht gemacht. Das machen wir mal. Damit ihr das auch mal erlebt habt, wie das aussieht. No? Ich weiß zwar nicht, was sonntags für Geschäfte aufhaben, außer man wohnt in der Nähe eines Friedhofs. Da haben zum Beispiel Blumenläden offen. Manche. No? Aber sonst. Oder am Bahnhof, Tanke, Späti. Ist ja heutzutage alles nicht mehr... So eng wie früher. Oh, dann kommt sie hinter dem Rücken versteckt. Da hat sie eine kleine herzförmige Schachtel. Die gute Anna. Und tappert damit direkt zu Josh. Und... Jo. Na, und da strahlt er. Und freut sich. Na, so gehört sich das. So. Jetzt müssen wir aber los. In die Bar. Ja, haben wir wahrscheinlich ein neues Computerspiel, was wir da Josh geschenkt haben. Mit dem ist er dann erstmal für die nächsten Stunden glücklich und beschäftigt. Und na, wir können hier weiter unsere Fähigkeiten, unsere Kontakte ausbauen. Zu Mike Pence, dem Musiker. Hoffe ich.
Oh, oh, Natascha. Oh? Komm. Schwamm drüber, über die alten Geschichten hier. Dino Asmina Oleoka da Paina. So, erstmal hier die Grundbehandlung. So. Maka Osuti. Wen haben wir noch da? Der gute Niklas. Jawohl. So, lassen wir das erstmal schneller ablaufen zwischen den beiden. Oh, Bernie ist auch da. Sehr schön. Wartet hier auf der Tanzfläche ab, der Gute. So, haben wir jetzt Niklas in der Mangel. Der kriegt auch sein Paket. Oh, mit dem haben wir ja schon ein bisschen fortgeschrittenere Aktionen. Da können wir auch mal ein Kompliment wagen. Ja, der gute Josh ist ja zu Hause. Ja, Erotik lassen wir mal. Das sind ja schließlich frisch den Josh verliebt, da wollen wir mal nichts riskieren. Ja. Auch bei Niklas mal durchlaufen. Und dann knüpfen wir uns Magnet vor. Oh, der gute Daryl hat bei Natascha kein Glück. Okay. Und das Sofa ist im Eimer. Ja, auch die Einrichtung kann kaputt gehen. Na? Und Anna könnte jetzt hier ihre Talente spielen lassen. Und das Ding reparieren. Machen wir mal. No? Entlasten wir mal den guten Magnet. Na? Kann sie nicht. Schade. So, bedienen wir uns mal am Kühlschrank, ne? Holen wir uns einen Snack. Und ich weiß ja auch, hinten auf der Terrasse steht ja noch der Grill. Ja, so langsam wird doch Abend. Komm her, Magnet, jetzt bist du dran. Komm her, gut, dann Kompliment kriegst du natürlich auch noch. Ja, Ratschen dafür ist Magnet natürlich auch immer zu haben. Na? Der Mann weiß schließlich, wer mit wem, was, wann, wie und warum gemacht hat. Na? Wenn einer informiert ist, dann er. Siehste, Daryl, geht doch. Ja? Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, muss der Prophet halt zum Berg kommen. Hoppala. Okay, lassen wir Anna sich erstmal ein bisschen ausruhen hier auf den gepflegten Leder-Couches. Hoppala. Oh! Natascha kommt auf uns zu. Ist ja auch was Nettes. Schön. Und wir machen uns dann aber an den guten Daryl ran. Oh. Dann mal schon. Wir beschränken uns erstmal auf Witze und quatschen ein bisschen. Bleiben da erstmal an der Oberfläche. Wenn sich Daryl vergucken soll, dann nicht in uns, sondern in Kim. Wenn wir ihn dann nochmal zu uns einladen. Ne? Deswegen müssen wir dafür sorgen, dass der Junge erotisch ausgehungert bleibt. Damit er alles anflirtet, was nicht bei drei auf dem Baum ist.
So, lassen wir das hier auch mal wieder ablaufen. Und hinter uns brennt das Sofa. Beziehungsweise es muss einfach nur repariert werden. Man kann hier aber eben nur Magnet machen. Oh, hier, schauen uns das mal an. Wie das Sofa hier vor sich hin qualmt. Allzu viel Zeit haben wir für heute Abend ja nicht mehr. Der gute Daryl weiß nicht wohin. Oh. Oh nee, Mädchen, nee, zu Abendessen nicht, sondern ein, zwei Worte wechseln wir nochmal mit Niklas. Oh. Dann haben wir hier auch. Das wird dann heute nichts mehr. Oh, deswegen machen wir uns auf den Heimweg. Gehen hungrig ins Bett. Hungrig nach Liebe. Schauen wir mal, was zu Hause läuft. Oh. Und komm hier, ab ins Heierbettchen, Mädel. Oh. Steht eine Arbeitswoche vor der Tür. Morgen ist Montag. Wer mag schon Montage? Aber müssen wir halt durch. So, vielleicht brauchen wir auch noch das eine oder andere Instrument, um mit Mike nachher zu jammen. Na, das heißt, wir haben also auch wieder ein Ziel, wofür wir das Geld ausgeben. Und wir haben einen Fähigkeitspunkt erhalten. Sehr schön, ne? Unsere Beziehung zu Josh. Ah, Erotikwert. Upf, auf nach oben. Ja, unsere romantische Beziehung zu Kim ist gefallen. Das wollten wir ja auch. Na? Aber mit Magnet, Natascha, haben wir unsere Freundschaft verbessert. Auch zu Mark. Ja, sogar noch. Halleluja. Da müssen wir aufpassen. Nicht, dass uns Mark dazwischen funkt. Aber wo packen wir jetzt den Punkt hin, den wir uns erworben haben? Wir können natürlich Bummel noch ausbauen, sonst sind wir halt noch früher zu Hause. Ja, Karriere ist schon vollständig ausgebaut, da geht's nicht weiter. Ansonsten sind wir eigentlich überall so ziemlich ausgeglichen. Ich würde mal sagen... Ne, wir machen mal Bummeln. Das bauen wir mal vollständig aus. So, sodass wir halt richtig früh nach Hause kommen. Fast jetzt einen Halbtagsjob haben. Von 9 bis 14.15 Uhr nur arbeiten. Ne? Work-Life-Balance. Ja, ganz zentrales, wichtiges Thema. Jo. Und wie es dann in der Arbeitswoche am Montag weitergeht... Dazu dann mehr in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt mir treu, bleibt mir gewogen. Empfehlt mich weiter. Adieu mit Ü.